Auch wenn es nicht symmetrisch wird, man kann es ja wenigstens schön machen, ne? So. Da, was habe ich gerade gesagt? Okay. Das hier hin. Jawohl. Das ist doch schön. Das nicht. So. Hopp. Ja, eigentlich egal, aus welcher Truhe ich das gerade nehme, aber hey. Okay. Gut, ich hätte ja auch theoretisch ein bisschen abzählen können in... Inwiefern halt so manches... wobei hier... Ich habe gesagt, wir können zwar halt auch noch eine Innenwand dort reinzimmern, aber das... Ja, mein Gott. Erstmal haben. Wie war das jetzt hier nochmal? Nein. Und da hoch, da hoch. Das kommt darin geklatscht. Und da komme ich nicht hin, weil ich im Weg stehe. So. Nee. Hä? Sag mal. Also, so gerne ich das Ding noch mag, aber das hatten wir doch schon. So. Den hier und dann dürften wir es mal haben. Danach werde ich ja trotzdem noch mal ganz kurz in den Flugmodus gehen und einfach noch mal gucken, wie das von oben aussieht. In der Hoffnung, es sieht gut aus. Ja. Jo. Diese. Da hoch. Und da hoch. Und zack, damit hätten wir es erst einmal. Okay. Au. Warum habe ich das gemacht? Das war ja dämlich.
Oder wird etwas sagen, dass die Playlist etwa schon durchgelaufen ist? Nee, kann doch nicht sein. Doch hoffentlich sind Lieder reingeballert. Wobei kann natürlich auch sein, dass die Playlist schon durch ist. So. Ich habe das Gefühl, es wirkt so wirklich ein bisschen einengend. Vielleicht hätte ich noch mal. Vielleicht hätte ich doch noch einen in die Breite gehen sollen. Ich lasse das jetzt so. So, jetzt werde ich mal ganz kurz schauen. Game. Zack. Zeig mir doch mal. Ach, hier, ich hätte wirklich noch einmal in die Breite gehen müssen. Ah. Ich hätte noch einen in die Breite gehen müssen. Aber von hier sieht es soweit gut aus. Von hier nicht so. Also hier müsste ich vielleicht noch ein, zwei, drei. Okay, jetzt 12 Setzlinge. Und hier wäre dasselbe Spiel. Wäre mir da böse, wenn ich jetzt einfach sage, ich setze mir die Setzlinge dann quasi einfach, oder ich meine, ich muss den ganzen Paar dann sowieso nochmal alles rausreißen und wegmachen. Also die Wand müsste ich hier in der Mitte nochmal aufreißen, genau wie hier. Ich warte einfach mal ab. Aber bis jetzt, hey, wir haben erstmal unser Hausbaum. Wir sind erstmal soweit sicher. Haben, naja, hin und wieder so ein Dach über dem Kopf. Gut, nicht da, wo jetzt gerade unser Bett steht. So, nein. Gemut. Zu Würfel. Aber dafür kann ich jetzt einfach. Okay, die Playlist ist wirklich einfach jetzt am durchlaufen. Cool. Habe ich wirklich so wenig Lieder? Sekunde. Das muss ich mal jetzt kurz checken. Die hat 52 Lieder. Wie können die schon durch sein? Verstehe, wer will. Ich nicht. Okay, fangen wir dann schon mal an mit. Genau. Schon mal einigermaßen. Einen Zaun machen. Zaun, jawohl. Nein, das. Das ist aber. Ist das bescheuert? Okay. Wo halt ich mir Kühe?
Mit sehr viel Mühe gibt's hier Kühe. Hä? Ach, das ist Sand, wo da Schatten drauf fällt. Ich dachte gerade, unter Wassermelonen. Gibt's denn sowas? Okay. Ich bräuchte Weizen, um die anzulocken. Und hepp. Wie jetzt? Kein Weib? Was? Das kann ja nicht angehen. Okay, gut. Werd ich wohl hier wieder neu anpflanzen müssen. Okay. Das provisorische Feld. Ich werde auch mal schauen, wo ich dann genau die Erntemaschine und alles hinbauen will. Weil ich will ja quasi Mühle und Erntemaschine in einem haben. Also sprich, ich will halt da, also irgendwo, sagen wir mal, hier oder so eine Mühle stehen und drunter ist halt quasi die Erntemaschine, die dann halt mit nach unten führt. So. Ich weiß, was du willst. Du kriegst es aber nicht. Danach werde ich einfach mal schauen, was brauche ich denn, um mit den Leuten zu handeln? Beziehungsweise, ich brauche Smaragde, um nicht deins. Machen wir mal hier hin. So. Dumme Huhn nicht auf dumme Idee kommt. Ja, das war dumm, das da hinzustellen. Oh, guck mal an, da stirbt schon wieder einer. Mensch, wer hätte das gedacht? 3, 2, 1, tot. Freundchen, lasset. Das und das. Sehr schön. Weg! So, Arschtritt. Erstmal das Huhn vom Hof getreten. So. Darauf erstmal einen Apfel. Lecker. Boah. So, damit keiner auf doofe Ideen kommt. Nee, was ich meinte mit Handeln, das ist mit Büchern, so ein Bücherständer. Dafür brauche ich Bücher. Dafür brauche ich Leder. Ei, 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 ei.
Soll ich es schon wagen, ein paar Kühe zu schlachten? Nur ein bisschen mein Leder. Boah, wie rauscht. Ich werde mal schauen, ob ich irgendwo. Mal gucken. Ich gebe dieser Spitzhacke noch eine Chance. So. Falls ich irgendwo in dem Dorf Bücher finde, ich bezweifle es zwar, aber man kann ja mal hoffen, ne? Das ist alles, das ist ja wirklich alles komplett unterhöhlt. Was ist denn hier los? Gut, mein Tannenbaum, der wächst auch nicht. Schade. Bobby? Bob? Nein, bist nicht Bobby. Okay, nevermind. Bitte schön, dass du Bobby bist. Hallo, Freunde! Habt ihr zufällig ein paar... Bücher? Ich wollte ganz unauffällig... Hallo! Nein? Hey! Auch nichts, okay. Okay, oh, da ist noch einer. Hallöchen, Popöchen! Haben Sie zufällig Das sieht gut aus. Hallöchen, haben Sie... Nicht. Schmelzofen. Mist. Wie sieht es? Oh. Kann ich ein paar Kühe anlocken. Okay, der hat auch keine Bücher. Das ist der Kesselmann. Der hat nicht mal einen Kesselmann. Und das ist hier aber auch keiner. Alter. Moin. Bist auch ein bisschen gearscht, ne? Aber hey, du kannst mir nichts, selbst wenn ich den Leuten etwas tue. Was ich nicht tue, weil ich bin ja kein Arsch. Ich war meine Freunde. Hättest du ja sagen können, dass ich stinke. Hallo, Freunde, wie geht es so? Ich hau dir gleich aufs Maul, du. Du kommst so an, als würdest du mir gleich aufs Maul geben. Du bist der Brickman? Hallo? Du bist... keine Ahnung. Das Schöne ist, ich könnte dir jetzt alle Namen geben. Wie nennen wir hier den Brickmeister? Also, der hat ja hier Ton und Ziegel. Also, ich will ihn nicht Brick nennen, ne? Er ist kein Brick. Vielleicht nenne ich ihn einfach Mick. Ich schraube hier auf. Was ist das jetzt? Keramik. Oh. Steinze. Ihr habt das Pfeifen, das bin übrigens ich, der seine Unschuld bepfeift. Okay. Oh, hi, Bauer
Ich weiß es nicht. So spontan bin ich mit den Lambda auch wieder nicht. Oh, ich hau mal ab. Zickzack. Hui. Bitte geht sie weg. Bitte geht sie weg. Da war ein Loch. Da möchte ich nicht rein. Oh boy. So, dann einmal. Ich zieh um. Wir suchen uns jetzt eine neue Behausung. Kacke. Geh weg, du Teufelshuhn! Dieses Huhn ist auf Rache aus. Ja, gleich mal ein bisschen ausleuchten, damit hier keine Hühner spawnen. Okay, jetzt aber was? Und ach komm, ist was? Die Steinsäge. Interessant. Okay, jetzt aber. Hey, das lief heute doch nicht durch. Aber trotzdem gibt es Wiederholung. Hm. Oh, auf weiße Kühe! Mö, mö, mö.